Bevor ihr jetzt denkt, mein Gott, jetzt fängt er auch noch mit diesen blöden News-Videos an, keine Angst, es bleibt bei mir eher die Ausnahme. Keine Angst, ich werde euch jetzt nicht die nächste Zeit zuballern mit irgendwelchen News-Videos, nur damit hier irgendwelche Videos erscheinen. Das bleibt eher die Ausnahme, aber hier und da gibt es einfach ein paar Sachen, die ich euch erzählen will, ein paar Veränderungen, die auf euch zukommen, und dafür gibt es halt dieses Format jetzt. Ich denke, maximal einmal im Monat werde ich mal so ein Video machen, eher seltener. So, was gibt's Neues? Zunächst einmal werden die Freitagsvideos abgeschafft. Das heißt nicht, dass weniger Videos kommen, im Gegenteil, es werden mehr Videos kommen. Aber ich schaffe es einfach nicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Videos rauszubringen, sondern ich werde in Zukunft die Videos einfach dann veröffentlichen, wenn sie fertig sind. Ich denke, das ist für euch auch kein Problem, denn YouTube ist ja kein Fernsehen, wo bestimmte Sendungen zu bestimmten Zeitpunkten ausgestrahlt werden und wenn ihr es verpasst, habt ihr Pech. Ihr könnt ja die Videos schauen, wann ihr wollt. Wenn ihr natürlich die Videos immer direkt schauen wollt, wenn sie rauskommen, dann müsst ihr halt den Kanal abonnieren, aber auch wenn ihr das nicht machen möchtet, spielt das ja keine Rolle, wann die Videos kommen. Ihr schaut einfach, wenn ihr Lust habt, mal auf meinem Kanal vorbei, seht die neuen Videos und schaut euch an, was euch interessiert. Also auch das ist für mich okay. Ob ihr jetzt abonniert oder nicht, interessiert mich relativ wenig. Ich habe euch ja letztens schon versprochen, dass mehr Videos kommen, zumindest eine Zeit lang, solange ich das irgendwie zeitlich schaffe. Auch da bin ich eigentlich noch gut dabei, dass so 2 Videos pro Woche kommen, vielleicht sogar 3, je nachdem. Also gibt es einfach mehr zu sehen in Zukunft. Ihr habt auch gesehen, die Vorschaubilder haben sich geändert. Und vielleicht habt ihr auch gesehen, dass sich auf meiner Internetseite einiges getan hat. Da gibt es auch neue Grafiken. Die Optik hat sich schon ein bisschen verändert. Da wird es in Zukunft auch mehr Änderungen geben. Also die Seite wird komplett neu gestaltet. In den nächsten Wochen hoffe ich, dass das alles über die Bühne geht. Und dann sieht die einfach schöner aus, ein bisschen mehr Wohlfühlcharakter. Die Online-Kurse laufen natürlich wie gewohnt weiter. Da gibt es weiterhin einen festen Erscheinungstermin. Also jeden Mittwoch um 19 Uhr kommt das nächste Online-Kurs-Video. Das wird auch immer so eine halbe Stunde lang sein. Also da ändert sich erstmal nichts. Das bleibt wie gehabt. Bei den Online-Kursen ist es im Moment so, dass im Moment noch die angemeldeten Kursteilnehmer über den nächsten Kurs entscheiden können, über das nächste Kursthema. Auch das will ich einfach verstärkt machen, dass die Teilnehmer mitentscheiden können, welche Themen kommen jetzt und ja auch Vorschläge machen können, welche Themen sind interessant. Also ich will da die Kursteilnehmer einfach mehr einbeziehen und das mache ich jetzt, indem ich verschiedene Themen vorstelle, die ich mir als Kurs auch überlegt habe, die auch funktionieren würden und dann können die Teilnehmer einfach abstimmen. Also wenn ihr Kursteilnehmer seid und noch nicht abgestimmt habt, schaut einfach auf den Blog bei der Kurswerkstattseite, da könnt ihr dann abstimmen, welcher Kurs als nächstes kommt. Dann habe ich noch eine Sache zu dem Thema, habt ihr ganz viele Fragen gestellt und da konnte ich bis jetzt keine Antwort geben. Auch im Online-Kurs zum Thema Furnieren habt ihr das oft gefragt. Und zwar ging es um das Thema Haut- und Knochenleime. Da habe ich mich bisher immer so ein bisschen davor gesträubt, die zu verwenden. Habe mich jetzt aber mal dazu entschlossen, mich dem Thema zu öffnen. Das heißt, ich habe mir einen Leimkocher bestellt, ich habe Leime bestellt, Leimpinsel, alles, was man da braucht. Werde mich in nächster Zeit einfach in diese Thematik einarbeiten. Werde euch auch hier auf dem YouTube-Kanal darüber auf dem Laufenden halten, euch auch das ein oder andere zeigen. Also ich habe das vorher auch noch nie wirklich gemacht, ist für mich auch neu. Und ich denke, das ist vielleicht für euch ganz interessant zu sehen, wie jemand, der zwar ansonsten ja, lange Berufserfahrung hat, sich einem neuen Thema nähert, mit dem er sich bisher noch nicht beschäftigt hat. Also da werde ich euch einfach mitnehmen auf diesem Weg und werde mich mit euch zusammen in das Thema Haut- und Knochenleime einarbeiten. Ja, also ich bin schon sehr gespannt auf das Thema Haut- und Knochenleime, ob das wirklich was ist, was ich in Zukunft in meiner Werkstatt nutzen werde oder ob das dann doch eher was für die Freaks ist, die restaurieren, die sich mit den alten Techniken hauptsächlich beschäftigen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass vor allem diese alten Techniken auch in einer ja doch relativ modernen Werkstatt wie hier doch noch ihre Berechtigung haben. Also ich denke, das wird ganz spannend. Ja, und das war es auch schon eigentlich mit den News oder mit den Neuigkeiten. Wie gesagt, ich will euch hier nicht zuballern mit Neuigkeiten. Ihr seht ja in meinen regulären Videos immer auch neue Themen. Und ja, mal schauen, wann es die nächsten News dann gibt. Ja, das war's von mir auch schon mit den Neuigkeiten. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Werkstatt
und habt einen schönen Tag.